Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich spreche heute mit euch über Dinge, die ich an Büchern hasse. Es gibt kein anderes Wort dafür. Dinge, die ich absolut nicht leiden kann und Dinge, die ihr absolut nicht leiden könnt. Und das überschneidet sich in sehr, sehr vielen Punkten. Ich habe im Laufe der Woche überlegt, was ich am Wochenende für ein Video drehen möchte. Und ich hatte immer so verschiedene Ideen, die ich mir auch manchmal aufschreibe. Und dann ist mir so in den Kopf gekommen, einfach mal darüber zu sprechen, was ich an Büchern nicht mag. Denn es gibt immer wieder besondere Dinge, die mir auffallen, was ich einfach überhaupt nicht leiden kann. Und dann dachte ich mir so, ich kann dazu ja einfach auch mal eine Umfrage machen, weil mich dann auch mal interessiert hat, was denn bei euch so die Antworten wären. Und ich musste wirklich teilweise auch sehr schmunzeln, was da alles reingeschrieben wurde und habe dann einfach auch festgestellt, dass uns überwiegend die gleichen Dinge wirklich komplett nerven. Ihr könnt mir natürlich gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, sei es generell, was nervt euch an Büchern so richtig, was könnt ihr nicht mehr lesen, welche Tropes mögt ihr nicht, welche Charaktereigenschaften mögt ihr nicht oder welches Szenario generell. Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare und ihr dürft natürlich auch jederzeit eure Meinung zu den Dingen äußern, die ich jetzt hier anspreche, also Dinge, die ich nicht mag und Dinge, die schon in den Fragensticker auf Instagram geschrieben wurden, was andere nicht mögen. Da könnt ihr natürlich auch gerne eure Meinung zu äußern, auch wenn ihr eine andere Meinung vertretet. Also wenn ich gleich was anspreche, was ihr völlig okay findet, dann schreibt mir das ruhig. Würde mich sehr interessieren, wie unterschiedlich die Meinungen da sind, wie sehr das auseinandergeht. Finde ich immer sehr spannend zu lesen, deswegen gerne rein damit in die Kommentare. Ich habe tatsächlich vergessen, mir übrigens Screenshots von den Antworten zu machen, aber Gott sei Dank habe ich noch gefunden, wo man auf Instagram das finden kann, dass einem alle Antworten nochmal angezeigt werden. Und das waren einige, wie ihr sehen könnt. Also da kamen einige Antworten zustande. Eine Sache, die ich nicht mag und die ihr auch absolut nicht mögt, das wurde so oft in diesen Fragensticker reingeschrieben und ich glaube, das ist tatsächlich auch das Häufigste, was vorkommt, Misskommunikation. Wenn Probleme in Büchern nur deswegen bestehen, weil die Protagonisten es einfach nicht schaffen, ordentlich miteinander zu reden. Ich hasse es, ich mag es einfach nicht. Es ist so anstrengend, das zu lesen und jedes Mal denke ich mir, mach doch einfach den Mund auf, sprech doch einfach miteinander. Es kommt tatsächlich aber auch ein bisschen auf das Genre an, denn ich kann es zumindest verstehen, wenn es sich zum Beispiel um junge Teenager handelt, denn in dem Alter war ich selber nicht anders. Ich glaube, in dem Alter ist einfach auch, sind viele Themen und viele Probleme, die man sich macht, durch solche Dinge einfach vorgegeben, weil man vielleicht sich nicht traut, darüber zu sprechen. In dem Alter habe ich zum Beispiel auch nicht gerne über Gefühle gesprochen. Da habe ich vielleicht nicht gerne zugegeben, wenn ich in jemanden verliebt war, weil ich Angst hatte, was ist, wenn der andere sagt, der möchte aber nicht mit mir zusammen sein oder er mag mich nicht auf diese Art. Vor Zurückweisung einfach Angst zu haben. Und man hat auch oft das Gefühl, zumindest ging es mir als Teenager auch so, dass ich anderen Leuten dann auf die Nerven gehe, wenn ich meine Probleme mitteile oder wenn ich einfach sage, was mich gerade bedrückt. Also bei Teenagern kann ich es doch schon noch ein Stück weit nachvollziehen. Also gerade wenn es so um Young Adult Bücher geht, die wirklich noch zur Schulzeit spielen oder so, das ist für mich noch in Ordnung. Es nervt mich trotzdem, aber es ist zumindest auch irgendwo charaktertreu, sage ich jetzt mal. Wo es mich aber wirklich absolut nervt, ist, wenn es dann schon um New Adult geht, also um junge Erwachsene, denn durchaus mit Anfang 20 sollte man schon in der Lage sein können, seine Gefühle mitzuteilen und auch bei Problemen das anzusprechen. Natürlich, je älter man wird, desto besser wird sowas natürlich auch. Also ich würde auch behaupten, Anfang 20 hatte ich manchmal auch noch Probleme damit. Aber ich würde sagen, da nervt es mich schon trotzdem auch. Also Misskommunikation ist so eins dieser Themen, die uns, glaube ich, allen auf den Keks gehen. Ich würde, wie gesagt, mich sehr dafür interessieren, wenn es jemanden von euch gibt, der sagt, auch mich stört das gar nicht. Schreibt mir das mal unbedingt in die Kommentare. Aber ich glaube, der überwiegende Teil der Menschen mag keine Misscommunication-Tropes. Es nimmt natürlich den Autoren auch ein kleines bisschen Spannung weg, wenn Probleme sofort gelöst werden. Letztendlich sind das ja auch Emotionen, die in uns ausgelöst werden. Also wenn wir uns über bestimmte Dinge aufregen, die in Büchern passieren, dann sind wir ja trotzdem so in dieser Story drin, weil man dann denkt, Mensch, wie doof seid ihr denn? Sprecht doch mal miteinander, macht doch mal irgendwas daraus, ändert doch mal die Situation. Und man ist so richtig drin und fühlt das alles mit und ärgert sich zwar drüber, aber auch das sind Emotionen, die ausgelöst werden und das ist mir dann trotzdem auch noch lieber als ein Buch, was mich komplett langweilt, wo ich einfach gar nichts empfinde. Also ich ärgere mich lieber drüber, was mich ja auch auf eine Art unterhält, als dass ich gar nichts fühle bei einem Buch. Ja, wie gesagt, es kam sehr, sehr häufig. Zu viel Miscommunication-Trope, wenn das Drama, das Spannung bringen soll, nur auf Miscommunication aufbaut. Unnötiges Drama aufgrund fehlender Kommunikation. Miscommunication mit 4 Ausrufezeichen dahinter. Die nächste Sache, die ich auch wirklich nicht mag, und ich glaube, das ist für mich tatsächlich sogar noch schlimmer als Misscommunication, als Trope, absolut übertriebene
kitschige Happy Endings. Ich kann es einfach nicht mehr lesen. Ich kann es nicht mehr lesen. Es geht einfach nicht mehr. Früher, wo ich angefangen habe mit New Adult Roman und Young Adult Roman, das ist ja auch noch gar nicht so lange her. Also ich glaube, keine Ahnung, 2019 oder sowas habe ich meinen ersten Roman in diese Richtung gelesen. Das war damals von Mona Kasten. Da war das alles noch neu für mich, weil ich vorher nur Fantasy und Thriller gelesen hatte. Ich hatte in der Richtung noch gar nichts gelesen. Also keine Romance-Bücher, nichts. Das war einfach nicht mein Ding. Und wo ich damit angefangen habe, fand ich das schön, weil das eine Abwechslung war. Weil man das, so dieses übertrieben Happy End hat man bei Fantasy-Romanen oftmals nicht in dieser Art. Also es gibt da schon auch meistens ja Happy Endings, dass irgendwie alle überleben und dass man dann vielleicht zwei zusammenkommen und dann glücklich bis an ihr Lebensende sind. So. Aber dieses Heiraten, Kinder kriegen, Haus, Hund, sowas, das ist nicht unbedingt ein Thema in Fantasy-Büchern, zumindest nicht überwiegend. Und da war das was Neues und was Aufregendes für mich, als ich das erste Mal hatte und als ich das zweite Mal hatte und als ich das 10. Mal hatte, fand ich es vielleicht auch noch schön, aber beim 11. Mal habe ich dann schon so überlegt, muss das jetzt schon wieder sein? Also ich glaube, Emma Scott zum Beispiel ist auch so ein typischer Fall davon. Bei Emma Scott geht es noch so halbwegs, weil ich es da manchmal auch passend finde und weil ich die meisten Emma Scott-Romane relativ zeitnah gelesen habe früher, wo ich damit angefangen habe und deswegen mir diese Happy Endings, absoluten Kitsch-Happy Endings nicht so krass aufgefallen sind. Aber was mir ganz, ganz oft auffällt, Brittany C. Sherry. Weil ich ja jetzt angefangen habe, Brittany C. Sherry auch jetzt erst zu entdecken. Also auch in den letzten 2 Jahren habe ich immer mal mehr Bücher von ihr gelesen und kannte sie davor noch nicht. Emma Scott hat noch mehr Pluspunkte auf meiner Seite, weil ich sie schon vorher gelesen hatte und schon vorher ihre Bücher kannte, einen Großteil davon. Und ja, da kommt auch ein Kitsch-Happy Ending und ja, das gibt dann vielleicht auch ein bisschen Punktabzug, weil ich das nicht unbedingt mehr brauche. Aber bei Brittany C. Sherry stört es mich wirklich richtig doll. Das einzige Buch, wo das nicht so gewesen ist, war der 3. Band der Kompassreihe. Denn das war ja schon grundsätzlich ein Buch, wo die beiden Protagonisten gezwungen werden, einander zu heiraten. Und damit war dieses Kitsch-Happy-Ending weg. Also zumindest dieses, er macht ihr dann den romantischsten Antrag aller Zeiten und sie willigt ein. Und dann hat man noch so einen Epilog, der irgendwie Jahre später spielt und wo es dann darum geht, dass sie dann, weiß ich nicht, mit 5 Kindern und Haus und Hund und Hof und allem glücklich sind. Natürlich kann man das auch bei solchen gezwungenen Hochzeitsbüchern haben, denn am Ende kann ja immer noch mal noch ein Antrag gemacht werden, so nach dem Motto, wir sind zwar schon verheiratet, aber jetzt kriegst du noch mal den Antrag aus Liebe und so. Aber das finde ich irgendwie nicht ganz so schlimm, weil die wirkliche Hochzeit ist ja schon passiert. Also das ist etwas, wo ich mich wirklich drüber aufrege und was ich auch absolut nicht brauche. Natürlich sollen Bücher auch irgendwo romantisiert sein. Natürlich wollen wir mit Büchern auch unserer normalen Welt vielleicht entfliehen, wenn man einen schlimmen Tag hatte und irgendwie im Leben gerade selber alles nicht so läuft, dann fliehe ich auch gerne mal in irgendwelche Bücherwelten. Aber ich brauche das nicht. Ich brauche dieses übertriebene Happy Ending nicht. Für mich ist eine Liebesgeschichte auch völlig fein, wenn es einfach damit endet, dass sie ihre Probleme bewältigt haben, dass sie über gewisse Dinge gesprochen haben und sich nicht aufgrund der Kommunikation die Scheidung ergeben hat. Und wenn die einfach ihr Leben gebacken kriegen und glücklich zusammenleben, vielleicht meinetwegen sollen sie sich zusammen Häuslein kaufen oder irgendwas, aber man muss doch heutzutage nicht jedes Buch damit enden lassen, dass sie irgendwie heiraten und ja, ich weiß nicht, ich finde es einfach komplett übertrieben und das nervt mich so und deswegen bin ich auch momentan so, dass ich keine so krassen New Adult Bücher mehr lese. Also momentan lese ich nicht Emma Scott und klar, Brittany C. Sherry hatte ich jetzt den 3. Band noch gelesen, weil der eh auf meinem Sub noch war, aber zum Beispiel Emma Scott traue ich mich momentan nicht ran, weil ich davon wirklich die Nase voll habe und weil ich Emma Scott aber mag und nicht will, dass das in meinem Ansehen sinkt. Weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber kennt ihr das? Bevor ich mich in Rage rede, machen wir einfach weiter mit dem nächsten Thema. Toxische Beziehungen, die verharmlost werden, toxische Männlichkeit, also alles, was in diese Richtung geht und da kann ich auch nur zustimmen. So war das für mich zum Beispiel, als ich die After-Reihe gelesen habe, das war für mich einfach komplett toxisch von Anfang bis Ende. So wie die beiden zusammengekommen sind, die Umstände, wie sie zusammengekommen sind, die Beziehung, die sie dann geführt haben, auch wenn es aufgrund gewisser Umstände so gewesen ist, dass der in dem Fall männliche Protagonist sich so verhalten hat, wie er sich verhalten hat. Das ist aber keine Rechtfertigung, dass man sich einer Partnerin gegenüber so verhält und dass man jemanden so krass einschränkt in seinem Leben und der andere quasi wie auf Eierschalen durchs Leben tapst, bloß nicht irgendwo anzuecken und den anderen zu verärgern. Das geht einfach nicht. Und da ist, finde ich, immer noch das beste Beispiel auch irgendwo Twilight, denn Twilight ist zum Beispiel auch ein Buch, was ich zu meiner Jugendzeit extrem geliebt habe. Ich habe es super oft gelesen. Ich habe es locker bestimmt 10-mal gelesen und die Filme weiß ich wie oft geguckt. Und
heute, aus der heutigen Sicht würde ich auch sagen, die Bücher sind auch toxisch. Natürlich geht es auch um einen Vampir. Könnte man immer noch so argumentieren, dass Edward als Vampir eben nicht menschlich ist und gewisse Dinge einfach aufgrund dessen so zustande kommen. Das ist auch noch der einzige Punkt, wo ich sage, okay, das kann ich auch nachvollziehen. Aber trotzdem finde ich das toxisch, wenn der da als Stalker steht an ihrem Bett und sie nachts beim Schlafen beobachtet. Das finde ich krass. Also das ist auch irgendwo voll die Grenzüberschreitung in ihrem Privatleben. Und damals kannten die sich ja noch nicht gut. Also er hatte sie ja nur ein paar Mal in der Schule gesehen und hat das ja schon gemacht. Das ist mir früher als Teenager nicht aufgefallen, weil ich natürlich in dem Sinne auch noch keine Erfahrung hatte. In der Zwischenzeit habe ich selbst sehr viele Dinge in meinem Leben lernen müssen, auch toxische Beziehungen oder, naja, was heißt toxische Beziehungen? Damit schmeißt man auch relativ schnell um sich heutzutage, finde ich. Aber zumindest auch Beziehungen geführt, die toxische Anbindungen hatten. Und daraufhin hat sich natürlich auch mein Blick dafür etwas geschärft. Und daraufhin weiß ich natürlich jetzt, dass manche Dinge einfach nicht in Ordnung sind, wenn andere Menschen sich darin einschränken lassen müssen oder wenn man eben einfach Grenzen überschreitet und die Grenzen des anderen nicht akzeptiert. Und deswegen habe ich auch ein kleines bisschen Angst davor, Twilight nochmal zu lesen. Irgendwann möchte ich es gerne nochmal machen. Ich glaube, dann muss ich mich wirklich sehr, sehr stark an den Gedanken klammern, dass Edward ein Vampir ist, dass es nicht menschlich ist. Und das kann man vielleicht mit menschlichem Verhalten nicht vergleichen. Aber der Nostalgie wegen würde ich es gerne nochmal irgendwann machen. Aber wie gesagt, toxische Beziehungen sämtlicher Art in Romance-Büchern werden manchmal einfach krass romantisiert. Und das ist nicht in Ordnung. Was auch richtig häufig in diesen Fragensticker reingeschrieben wurde, was ich gar nicht wusste, dass das so ein Ding ist, muss ich ganz ehrlich sagen, Pregnancy Trope. Ich wusste gar nicht, dass das so schlimm ist für manche oder dass das halt überhaupt, also es ist mir einfach nie groß aufgefallen, dass das wirklich auch ein Trope sozusagen ist, dass es teilweise ja auch um Schwangerschaften mal geht. Und dann ist mir aber, wenn ich drüber nachdenke, sind mir doch schon auch öfter mal Bücher eingefallen, wo es ja der Fall ist, wo das vorkommt. Und jemand hat zum Beispiel auch geschrieben, Pregnancy Trope, wenn es so krass offensichtlich ist, also zum Beispiel mit Morgenübelkeit und dass dann gefühlt alles so in diese Richtung mit dabei ist. Ja, Schwangerschaft steht hier ganz oft. Oder hier schreibt auch jemand, und dieser, ich bin plötzlich doch schwanger, Trope. Unexpected Pregnancy, also das ist wirklich ein Ding, was sehr, sehr oft bei euch genannt oder von euch genannt wurde. Ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass das manche einfach grundsätzlich nervt, weil das vielleicht nicht unbedingt dann was mit der Handlung zu tun hat, wenn das dann so mit eingebracht wird oder dass das Thema für manche vielleicht auch schwierig ist. Wusste ich tatsächlich aber nicht, dass das wirklich so ein Ding ist und so viele stört. Ihr könnt mir gerne mal verraten, ob das auch was ist, was euch in Büchern stört. Habe ich jetzt einfach, wie gesagt, nie groß drauf geachtet. Klar, es gibt einige Bücher, wo es der Fall ist, aber es ist jetzt nie so gewesen, dass ich das wirklich als nervig empfunden habe, weil in den meisten Büchern ist das jetzt nicht unbedingt der Fall, außer in dem Zusammenhang, was ich vorhin sagte, dieses übertriebene Happy Ending mit Heiratsantrag, Kinderkriegen, Schwangerschaft, wie auch immer. Da ist es mir auch oft aufgefallen und da hat es mich dann auch genervt, aber da war es ja kein aktiver Teil mehr der Handlung, sondern das ist ja dann wirklich meistens in den letzten Seiten des Buches vorgekommen und hat jetzt die Handlung nicht mehr groß beeinflussen können. Das nervt mich auch immer noch wahnsinnig doll, aber wenn das jetzt irgendwie im Laufe der Handlung passiert und irgendwie auch zur Geschichte dazu passt, finde ich es jetzt nicht so störend. Wenn das jetzt irgendwie, ja, wenn das jetzt auf einmal das Buch in eine komplett andere Richtung dadurch reißen würde und dass irgendwie der Fokus nur noch darauf liegt, dann glaube ich, finde ich es auch ziemlich nervig. Dann muss ich ja auch sagen, wurden auch relativ viele Antworten gegeben zu Dingen, an die ich gar nicht gedacht habe. Also ihr habt manchmal so um die Ecke gedacht, an das habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich dachte wirklich, es geht eher so um, oder die Frage richtet sich eher wirklich um inhaltliche Dinge, wie zum Beispiel bestimmte Tropes oder bestimmte Dinge, die man einfach generell nicht mag. Aber es haben auch viele solche Dinge geschrieben, die zum Beispiel das Buch als solches betreffen. Oder zum Beispiel auch den Schreibstil betreffen. Hier schreibt nämlich jemand, sich wiederholende Phrasen und Wörter. Sobald es mir auffällt, nervt es mich. Das ist mir tatsächlich selten bisher passiert. Aber ich glaube, ich hatte auch noch kein Buch, wo es sich wirklich so, so oft wiederholt hat. Aber ich hatte es zumindest mal, dass es mich genervt hat, dass in einem Schreibstil so oft englische Wörter eingebaut wurden. Und das war bei Gabriela Santos de Lima, das war bei ihrer Flaming Clouds-Reihe sozusagen, oder Above the Sky heißt die, glaube ich, die Reihe. Flaming Clouds ist jedenfalls der erste Band und ich liebe ihren Schreibstil. Die hat wirklich einen sehr, sehr außergewöhnlichen und tollen Schreibstil und ich liebe das total, weil sie sehr, sehr, ja, poetisch schon schreibt und dann dazwischen diese englischen Wörter einbaut, so dieses
Jugendsprachemäßige, das klingt irgendwie so boomermäßig, wenn ich das so sage, aber ihr wisst, was ich meine. Also diese englischen Wörter, die einfach eingebaut werden. Und das hat für mich den Schreibstil ein bisschen kaputt gemacht. Und deswegen fand ich das nicht so cool. Normalerweise in Büchern stört mich das nicht so doll, wenn das so ein normaler Schreibstil ist. Aber für mein Empfinden hat Gabriela Santos Zalima einen unheimlich schönen Schreibstil. Und das hat das für mich ein wenig kaputt gemacht. Und das hat mich wirklich auch genervt, ständig diese englischen Wörter dazwischen lesen zu müssen. Das war in dem zweiten Band war das am schlimmsten. Im dritten Band ist es nicht ganz so schlimm gewesen. Im ersten Band ist es mir, glaube ich, noch gar nicht aufgefallen. Im zweiten fing das an, dass es mir aufgefallen ist. Und da fand ich es dann auch echt anstrengend. Dann habe ich zum Beispiel auch mitbekommen, dass es wohl bei, wie hieß die Reihe, Ravenhall Academy von Julia Kuhn, glaube ich, dass es da ein Wort gab, was sehr, sehr häufig vorgekommen ist. Und das hat sehr, sehr viele geärgert. Hundelady oder so war das, glaube ich. Ich habe die Reihe nicht gelesen oder das Buch nicht gelesen, deswegen kann ich das nicht sagen oder kann ich das nicht einschätzen. Aber ich glaube, das habe ich sehr häufig gehört oder in Stories auch gesehen, wenn jemand zum Beispiel einen aktuellen Lesefortschritt gepostet hat, dass es darum ging, dass dieses Wort unfassbar oft vorkam. Und ich glaube, wenn man sich so an einem Wort festgefressen hat, das kann unheimlich nervig sein, je öfter es dann aber auch vorkommt. Was viele auch nicht mögen, sind lange Kapitel. Das ist zum Beispiel auch etwas, was dann den Inhalt an sich nicht betrifft. Aber da kann ich voll zustimmen. Ich war früher immer so, früher habe ich wirklich mit einem Kapitel aufgehört. Wenn ich müde war, habe ich das Buch zugemacht. Dann habe ich höchstens noch die Seite zu Ende gelesen. Und möglicherweise, wenn ich Lust drauf hatte, noch quasi den nächsten Abschnitt, also wenn dann auf der nächsten Seite irgendwie so 3-4 Zeilen noch zusammenhängend waren und dann kam der nächste Absatz, dann habe ich bis da gelesen und Schluss. Und hatte wirklich gar kein Problem damit, einfach mittendrin ein Buch zu beenden. Das kann ich heutzutage nicht mehr. Es ärgert mich wirklich richtig doll, wenn ich das Kapitel nicht zu Ende lese, weil ich weiß nicht, ich bin da irgendwie über die Jahre doch so ein kleiner Monk geworden, was das angeht, und ich muss das Kapitel wenigstens beenden. Und dafür finde ich es natürlich auch unfassbar nervig, wenn Kapitel so lang sind. Also so im Idealfall, mir reichen eigentlich 10 Seiten pro Kapitel, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht 15 Seiten ist auch noch okay. Aber alles, was länger als 15 Seiten ist, kann schon manchmal nervig sein, weil man sich dann einfach selber nicht mehr so gut motivieren kann. Mir geht das dann immer so, wenn ich denke, ach komm, das eine Kapitel mit den 10 Seiten, das liest du jetzt noch. Und dann hat man das durch und guckt so auf die Uhr und denkt sich, na gut, komm, ein Kapitel kannst du noch lesen. Und wenn das aber dann so ein Kapitel auf einmal ist, was so 20 oder 30 Seiten hat, das geht nicht, das geht nicht. Das demotiviert mich dann und dann mache ich das nicht. Und dann habe ich das Gefühl, ich komme in dem Buch nicht voran. So, das ist auch irgendwie, trickst man sich da auch selber aus, wenn man sich denkt, ich habe jetzt schon 3 Kapitel gelesen, die vielleicht dann 30 Seiten hatten und andere Kapitel haben dann alleine schon 30 Seiten und man hat quasi die gleiche Anzahl an Seiten gelesen, denkt sich aber so, ha, ich habe 3 Kapitel geschafft und bei dem anderen, ah, jetzt habe ich erst ein Kapitel gelesen. Das ist, irgendwie ist es einfach demotivierend, finde ich. Deswegen, ich bin definitiv auch mittlerweile Team lieber kürzere Kapitel und kann leider auch nicht mehr mittendrin aufhören, nicht so wie früher. Da hat mich das irgendwie echt nicht gejuckt. Dann hat jemand geschrieben, und das fand ich schon echt amüsant, weil in die Richtung habe ich überhaupt nicht gedacht, zu kleine Schrift und dann nochmal als extra Antwort komplett weißes Papier. Das sind scheinbar auch Dinge, die ärgern können. Also zu kleine Schrift gehe ich auf jeden Fall mit, aber zu weißes Papier hatte ich tatsächlich bisher noch nicht. Es ist mir aufgefallen bei der Chester Fenhams Ausgabe von Adi LaRue, also das unsichtbare Leben von Adi LaRue, da ist das Papier wirklich krass weiß. Also das ist richtig, richtig weiß, so richtig gebleached weiß. Aber die normalen Buchseiten sind doch meistens so eher, keine Ahnung, Eierschalenfarben oder wie man dazu sagt, oder so leicht beige. Also ich glaube, so richtig, richtig, richtig weiß ist mir noch nicht aufgefallen. Aber ja, es sah schon etwas gewöhnungsbedürftig aus. Aber zu kleine Schrift kann ich auf jeden Fall sehr, sehr nachempfinden. Das nervt mich dann auch immer ein bisschen, wenn das einfach zu futzelig ist und ich mir dann abends denke, oh nee, und dann ist gefühlt ja auch wieder das Gleiche. Dann hat man zwar 10 Seiten pro Kapitel, aber in anderen Büchern ist die Schrift größer und deswegen hat man doch wieder auch weniger Text, den man lesen muss. Deswegen zu kleine Schrift finde ich auch nervig. Was ihr auch nicht mögt, sind Dreiecksbeziehungen, Love Triangles jeder Art, und da stimme ich auch definitiv zu. Ich mag an sich auch keine Love Triangles, außer sie sind gut gemacht, und das hatte ich bisher eher selten. Ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie ich finde, ist zum Beispiel bei Clockwork Princess, bei der Reihe. Da gibt es auch eine Dreiecksbeziehung, die ist für mich aber absolut fein gelöst, beziehungsweise ich bin generell auch mit der Entwicklung der Dreiecksgeschichte einverstanden und das, wie es dann komplett ausgeht, da bin ich auch fein mit. Und habe aber ansonsten in den meisten Büchern eher ein Problem damit, weil es einfach nur nervig ist. Es ist einfach nur anstrengend, dieses ständige Hin und Her, und dann kann sie sich nicht entscheiden und dann ist es mal in dem Buch, ist es der Typ, der weiter vorne liegt, dann kommt doch irgendwas passiert, dann trennt sie sich von dem, dann geht sie zu dem anderen und dann ist es aber doch nicht die wahre Liebe, und
es ist einfach anstrengend. Ich mag es einfach nicht. Deswegen mag ich Bücher eigentlich eher nicht, wenn Dreiecksgeschichten enthalten sind und versuche sie zu vermeiden. Natürlich, es gibt immer noch die Ausnahmen, aber in der Regel mag ich keine Dreiecksbeziehungen. Dann hat jemand auch relativ am Anfang als Antwort geschrieben, die Preise. Und da musste ich auch ein bisschen grinsen, weil ich da so dachte, ja, sowas habe ich auch schon wieder nicht gedacht. Ich dachte halt wirklich, das bezieht sich eher auf inhaltliche Sachen. Und dann haut da einfach jemand raus, die Preise. Und das stimmt ja auch irgendwo. Die Preise für Bücher sind halt echt nicht günstig. Allerdings muss ich auch dazu sagen, aufgrund der aktuellsten Preisdiskussion, die es ja mit dem DTV-Verlag gab, denn sie haben ja den zweiten Band von Iron Flame für 25 Euro als Vorbesteller rausgegeben und sehr, sehr viele Leute haben bestellt. Und dann haben sie rückwirkend den Preis angepasst auf, ich glaube, 28 Euro für das normale Hardcover-Buch. Und sie haben noch eine Sonderausgabe, Deluxe-Ausgabe heißt die, glaube ich, für 32 Euro angeboten. Und da ist, soweit ich weiß, der einzige Unterschied, dass es dann einen Farbschnitt haben wird. Und da waren sehr, sehr viele sehr böse drüber, dass erstens dieser Preissprung war von 25 Euro, die ursprünglich angesetzt waren, auf 28 Euro, was ja dann vor allem im Vergleich zum ersten Buch auch nochmal ein ganz schöner Sprung ist, weil das erste Buch hat ja jetzt 24 Euro mit Farbschnitt gekostet. Und dann überhaupt, dass man diesen Unterschied macht, wer das mit Farbschnitt haben will, muss quasi 32 Euro bezahlen und kriegt ansonsten ja auch nichts anderes. Also die Bücher sind ansonsten ja gleich gestaltet. Und der DTV-Verlag hatte sich dazu auf TikTok geäußert, meine ich. Und sie hatten dazu gesagt, dass es daran lag, dass die Seitenzahl sich doch erheblich erhöht hatte. Also das Buch hat deutlich mehr Seiten als ursprünglich geplant. Und das ist auch im Vergleich zu von Englisch zu Deutsch meist nicht unüblich. Also die deutschen Bücher haben einfach in der Regel immer mehr Seiten. Das ist nun mal einfach Fakt. Und die genaue Seitenzahl kannten sie damals noch nicht. Das ist ja meist auch eher so eine ungefähre Angabe, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Jedenfalls mussten sie dann den Preis anpassen und ich kann es einerseits verstehen, aber die Kommunikation vom Verlag war einfach nicht da. Also der Kommunikationsgang vom Verlag müsste einfach definitiv ein anderer sein. Die müssten sich einfach zuerst an die Leute wenden und nicht einfach die Preise so raushauen und dann drei Tage später, ach ja, wir könnten uns ja mal dazu äußern, nachdem sich jetzt schon alle aufgeregt haben. Also das ist definitiv der falsche Weg. Aber ich muss auch dazu sagen, wenn wir uns mal Gedanken darüber machen, wie die Preise von Hardcover-Büchern in den letzten 10 Jahren gewesen sind, dann ist das nicht unnormal. Dann ist das nicht unnormal. Wenn ich mal so drüber nachdenke, was ich zum Beispiel für das Buch Seelen bezahlt habe von Stephanie Meyer oder auch die Twilight-Bücher damals, die waren auch alle nicht günstig und die waren ja auch ziemliche Brocken. Oder was ich jetzt auch vor kurzem mitbekommen habe, das neue Buch von Ken Follett, der bringt jetzt im September den, ich glaube, 5. Band seiner Kingsbridge-Reihe raus. Das weiß ich, weil meine Mama ihn sehr, sehr gerne liest und weil ich das dann immer so im Hinterkopf habe als mögliches Geburtstagsgeschenk. Das Buch hat keinen Farbschnitt, keine besondere Gestaltung, nichts und es kostet 36 Euro und es hat weniger Seiten als das Iron Flame Buch. Und dann habe ich auch noch gesehen von, ich komme jetzt auf den Namen nicht, Walter Mörs, glaube ich. Das Buch kostet einfach über 40 Euro. Also es gibt leider in allen Verlagen krasse Preise und gerade Preise für Hardcover sind ja schon seit Ewigkeiten so teuer. Es ist jetzt nicht so, dass es in den letzten Jahren nochmal teurer geworden ist. Ich glaube, es war einfach in dem Fall ist es einem nur extrem aufgefallen, wegen dieser Anpassung des Preises. Aber grundsätzlich muss ich schon sagen, Bücher sind leider teuer. Und ich finde es auch eher schlimm, muss ich sagen, bei Taschenbüchern, wenn man dann so ein Taschenbuch hat, was irgendwie 18 Euro kostet und ich mir so denke, nee, es ist ja nicht mal ein Hardcover-Buch. Aber ich kann es auch aus Sicht der Verlage ein bisschen nachvollziehen, denn gerade über die Pandemie haben die ja auch schon ordentlich Probleme gehabt, Papiermangel und so weiter und so fort und haben da ordentliche Umsatzeinbußen gehabt, denke ich. Deswegen muss man leider auch als Verlag irgendwo, die denken auch wirtschaftlich. Es sind einfach auch normale Unternehmen, die versuchen, am Ende des Jahres Gewinne einzufahren und nicht in den Minusbereich zu wirtschaften. Und leider ist es nun mal so, dass überall die Preise teurer werden, sei das jetzt für Strom und Gas und sonst was alles. Das braucht ja der Verlag auch. Ja, es ist leider so. Und ich glaube, gerade bei Iron Flame, das kommt im Dezember raus, finde ich es sehr gut gelöst, zumindest, dass man die Wahl hat, mit Farbschnitt, ohne Farbschnitt, könnt ihr quasi selber entscheiden. Und so wie ich das verstanden habe, ist der Farbschnitt auch nicht limitiert. Das heißt, zumindest diejenigen, die sich dazu entscheiden, können auch sagen, ich lasse mir das Buch von meiner Familie zu Weihnachten schenken, weil ich es mir selber vielleicht nicht leisten kann. Und die Familie kann trotzdem ganz entspannt zu Weihnachten das kaufen und kriegt aber noch mit Garantie diesen Farbschnitt. Also dann hat man zumindest dieses dämliche auf die Erstauflage limitiert Drama nicht. Also das finde ich zumindest ganz okay.
Dann gibt es auch noch komplette Redewendungen oder Aussagen, die ihr nicht mögt. Zum Beispiel, er oder sie knifft sich in die Nasenwurzel. Jede Menge Hass kann ich auch verstehen. Das ist so eine Redewendung, die man einfach so oft in Büchern hat. Und ich glaube, kein Mensch in der Realität macht das. Also ich habe noch nie jemanden so dastehen sehen. Ich glaube, wenn ich genervt von irgendwas bin, dann mache ich auch eher so. Also so irgendwie die Hände an die Stirn oder sowas, die Fingerspitzen so an die Stirn. Aber ich habe selber in meinem Leben noch nie so gemacht und ich glaube, ich habe noch nie jemanden gesehen, der das selber so macht. Deswegen die Aussage fühle ich komplett. Was ihr auch nicht mögt, ist, wenn Männer knurren. Da stimme ich auch zu, außer in Fantasy-Büchern, wenn es keine Menschen sind. Also wenn es zum Beispiel sowas sind wie Fae, die ja auch bestimmte magische Fähigkeiten haben, die eben nicht menschlich sind, die auch irgendwo animalische Triebe vielleicht haben. Das wird ja auch oft in Büchern so dargestellt, dass die gewisse Dinge sich selber nicht gegen wehren können oder so, dass sie da schon irgendwo ihrer Natur unterliegen. Da fände ich es in Ordnung, wenn die zum Beispiel knurren. Ich kann auch verstehen, wenn man es da trotzdem sagt, das nervt mich irgendwie. Aber bei Menschen, also wenn man jetzt zum Beispiel wirklich ein Romance-Buch liest und da jemand knurrt, das finde ich auch immer sehr merkwürdig. Auch sehr süß ist die Antwort, das Wort vermaledeite. Merke mir nie die Bedeutung und muss immer wieder googeln. Ja, das kann ich auch verstehen. Wenn dann so auf Teufel komm raus irgendwelche, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, schlauen Wörter benutzt werden und man sich so denkt, ich habe das Wort noch nie gehört, ich muss erst mal googeln. Das würde meinen Lesefluss auch nerven. Manche Synonyme des männlichen Geschlechtsteils wie Lust, Pfad, Lichtschwert, Bauklotz. Oh mein Gott, bitte. Ich muss wissen, in welchem Buch das Wort Bauklotz dafür vorkam. Also ich glaube, da würde ich auch eher komplett lachen, als das ernst nehmen. Aber stimmt schon, gewisse erotische Szenen zu schreiben und dann irgendwie immer die gleichen Wörter zu benutzen, ist als Autor oder Autorin vielleicht auch irgendwo langweilig. Aber wenn man dann solche Wörter benutzt, ist man irgendwie auch an der Situation vorbeigeschrammt. Generell mögen es auch viele von euch nicht, wenn zu viel Spice in den Büchern vorkommt, im Sinne von, dass es einfach zu oft Bestandteil des Buches ist. Also zum Beispiel schreibt hier jemand, wenn ich in einem Fantasy-Buch ständig solche Szenen habe. Beispiel From Blood and Ash, /Folgebände, da stimme ich total zu. Es nervt einfach irgendwann. Wenn es ein paar Mal vorkommt, gerade so beim ersten Mal, freut man sich ja irgendwie noch so, endlich passiert es. Und man freut sich dann irgendwie. Und beim zweiten Mal, von mir aus, ist es auch noch okay. Aber irgendwann nervt es einfach nur noch. Irgendwann ist es einfach auch überhaupt nicht mehr förderlich für den Handlungsverlauf, sondern es ist einfach nur noch ätzend, wenn es dann jedes Mal passiert und man sich so denkt. Und es wird dann irgendwie auch zum 10. Mal in aller Ausführlichkeit beschrieben, anstatt dass man es dann irgendwie kurz abhandelt über so eine halbe Seite. Nein, es ist dann trotzdem wieder 5 Seiten lang und es ist dann trotzdem wieder ins kleinste Detail beschrieben, was sie da im Genauen alles machen. Und dann denken sie so, nein, nicht schon wieder. Und ich würde mal sagen, bevor das Video zu lange wird, nehmen wir noch eine letzte Sache mit ins Video auf. Und zwar mögt ihr es auch nicht, wenn die Protagonistin ein Pick-me-Girl ist. Beziehungsweise hier schreibt jemand, die Protagonistin ist total besonders. Andere Frauen sind natürlich bitchy. Das mag ich auch nicht. Also wenn man so andere Leute herabwerten muss, nur um sich selber besser zu fühlen oder um sich selber als besser darzustellen, jetzt habe ich es, das mag ich auch überhaupt. Wenn man das so mitbekommt, dass das so Pick-me-Vibes hat, das ganze Buch, oder in dem Fall die Protagonistin vielleicht, das mag ich auch nicht. Ja, halt so typisch getreu diesen, ich bin ganz anders als alle anderen und ich weiß nicht, dieses so ein bisschen auch naive, kann ich dann auch immer nicht leiden. Also das ist auch etwas, das brauche ich auch in Büchern nicht, wobei mir da tatsächlich auch, glaube ich, auf Anhieb gar keiner einfällt, wo mir das so deutlich bewusst geworden ist, dass das so Pick-me-Vibes hat. Es gab noch etliche Vorschläge mehr. Wenn ihr Lust habt auf einen Teil 2 dieses Videos, dann schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr könnt den Aussagen zustimmen oder wie gesagt, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst und wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, macht's gut!